Ich gehe mit dir direkt ins Krankenhaus. Das hätte ich jetzt wieder nicht erwartet. Das ist typisch, ich bin mir zu ungeduldig. Ja, geh mal weiter. Jetzt schon so schön, wenn gleich wieder so ein Bossvieh. Habe ich ja den Käse. Treatment. Ja. Sollte ich ja hoffentlich da haben. Dieses Lachen von dem beunruhigt mich immer so. Ich traue solchem Lachen nicht. So, hier geht's wieder gut. Jetzt würde ich aber echt mal gerne wissen, wo Kamomon und Citramon sind. Also, einer von beiden könnte durchaus im Shop sein. Kann ich mir jetzt jedenfalls gut vorstellen. Warte mal, erzählst du was Neues? Ah ne, das heißt, sie war das mit der Miet. Werde ich mal ganz kurz nach Digimon gehen. Wo ist er? Ah, da ist er. Ah, du bist AJ. Wie kann dieser alte Mann dir helfen? Das ist 5. Ah, okay. Also rein theoretisch könnte ich im Dschungel jetzt auch weitergehen. Rein theoretisch. Ach, hier ist die Dramon. Was machst du hier? Ah, du bist es, Junge. Die Stadt ist echt großartig. Nach all dem würde ich wenigstens nicht gefangen werden und aus Versehen gehäutet? Geschlachtet? Ich weiß gerade nicht, was Wild heißt. Oh, wenn du das so siehst, ist das schön. Aber eine Mail. Ja. Irgendwie weiß bestimmt, was hier drin ist. Oh. Ja. Okay, was gibst du mir denn Schönes? Ach, gib mir einen Fisch. Das ist doch auch nett. Jetzt kam man vielleicht hier? Nee, ich sehe ihn nicht. So, wie viel Geld habe ich denn? 713, nicht so viel. Ich brauche andere, beziehungsweise mehr Digimon. Hier für den Store, weil dann wird es wahrscheinlich auch mehr Vielfalt an Items geben. So kann man vielleicht im Lager? Nee, scheint auch nicht im Lager zu sein. Na okay. Okay, OB. Ich weiß, Hunger. Warte mal. Dann gebe ich mir doch mal direkt irgendwo einen Fisch. Mal den Smiling Apple. Ach, wenn man schon, Energy Lemon. Ah, das ist. Was gebe ich dir jetzt? War das der Stepper, den ich gefangen habe? Joa. Ja. War ja aber klar, dass das nicht ausreicht. Dann kriegst du auch noch. Deine tägliche Portion Fleisch. Hi. Hi. Hast du deine HP jetzt eigentlich auch wieder voll? Nee, das ist nicht voll. Also dann gehe ich nochmal eben zu... Nochmal gucken, wie lange bist du wach? Es tut mir leid gerade, ich muss das gerade mal ein bisschen gucken. Bis 20 Uhr bist du wach. Und jetzt haben wir gerade 12 Uhr. Okay, dann lohnt sich das ruhig nochmal eine Stunde, sich dabei gut mal hinzulegen. Rest. Und dann gehe ich nochmal in den Wald. Rein theoretisch sollte ich da wenigstens im Wald noch klarkommen. Ich werde nicht weiter reingehen, aber ich werde mit da drin einfach mal länger bleiben. Dann war dann noch die Richtung. Einfach nur mal gucken. Wenn ich mit, da war ja ein Kabuterimon am Anfang. Oder halt irgendein anderes Ding. Wenn ich mit denen halt Probleme habe, dann hau ich ja auch sofort wieder ab. So, ich frage mich, wo Kamon ist. Vielleicht dann auch am Kolosseum-Teil. Ist das hab ich noch gar nicht. Meramon! Meramon! Weiß ich, was bereuen. Hi, Meramon!
Dinge laufen nicht sehr gut. Was ist denn los? Oh, du hörst also zu. Er ist wieder fürs Restaurant zuständig. Super. Ach, ich liebe Veramos als mein Lieblings-Digimon. Ist Feuer, ist cool. Ich sehe vielleicht nur so aus, aber ich bin eigentlich ein Koch. Ich bin den ganzen Weg hergekommen, um einige Zutaten zu sammeln. Aber wenn ich mich unvorsichtig voran bewege, starte ich vielleicht einen Waldbrand. Nach was suchst du denn? Wir sagen, es gibt einen Pilz, der nur in diesem Wald wächst. Er heißt der grüne Digipilz. Das kann man übersetzen. Bisher konnte ich immer andere Digimon danach fragen, sie für mich zu sammeln. Aber es scheint, als hätten diese Digimon die Stadt vor kurzem verlassen. Ich kam hierher, um einige zu sammeln, aber sie waren alle verschwunden. Ich kann sie gerne für dich finden. Ich helfe mein Lieblings-Digimon noch immer gerne. Wirklich? Das wäre großartig. Der grüne Digimon-Pilz, ist einfach das, wonach es sich anhört. Es ist ein Digipilz und er ist grün. Es würde mir sehr helfen, wenn du 5 von ihnen finden könntest. Ich werde hier auf dich warten. Gerne doch. Ja, der braucht keinen Ofen, da kann das Zeug auch so heizen. Das ist wohl wahr. Das ist der Vorteil an einem Meeramund. Er kann zwar die vorne herstellen, fasst die Herdplatte an, dann ist die Herdplatte ja so warm. Ah, hier, super, Gurumon. Das finde ich sogar ganz... Komm her. Ich will gegen dich kämpfen, du bist Maschine, du könntest mein Race Game vielleicht was beibringen. Ja, okay, das... Ja, das läuft. Wie sie immer so ineinander laufen, ey. Was ist denn mal gefallen? Jetzt mal Recovery auch erhalten, das ist schön. Ich höre immer Geräusche, als wären das in der Nähe. Ah, Goborimon. Oder Goblimon? Wie heißt das denn jetzt? Goblimon oder so. Die wollen nicht gegen meinen Rice-Gräbern kämpfen. Mist jetzt aber. Ich brauche ein bisschen Training. Also mein Spezialattacke werde ich dafür jetzt bestimmt nicht verschwenden. Lieber, falls gleich nochmal irgendein starker Gegner kommt. Ist da vielleicht ein Pilz? Ach nee, das ist ein Wanyamon. Was machst denn du hier draußen, Kleiner? Kia. Was machst du denn hier? Spielen! Jeder hat die Stadt verlassen, also bin ich auf ein Abenteuer gegangen. In keiner Erwachsenen Nähe wird mich keiner rügen, egal was ich tue. Ich bleib stehen. Beruhige dich bitte. Ah, es ist ein Erwachsener. Ich weiß gar nicht, das ist vielleicht 15. Es tut mir leid, ich werde zurück in die Stadt gehen. Yay, ist ja nicht so, dass wir nicht schon einige Wanya-Monster hätten, aber okay. Sperren werde ich mich jetzt nicht. Ist jetzt irgendwie viel größer als beim letzten Mal. Das ist ein Psychmon. Mann, die sind echt sau aggressiv. Ja, das ist bei den Kämpfen schon ein bisschen lustig, wie die sich immer so hin und her bewegen. Das ist einer an sich hasse ich das eigentlich, wenn so Gegner doch eigentlich auf der Stelle eiern. Weil es ist ja nichts anderes auf der Stelle eiern, aber so funktioniert das halt. So war das halt. Ich habe damit kein Problem. Ist doch ein bisschen spannender als immer das rundenbasierte Zeug. Jetzt hier gerade auf dem Weg. Kann ich irgendwie so hoch? Nee. Ach, du musst aufs Klo. Finde ich zufälligerweise hier gleich eine Toilette. Warte mal, hier war doch diese. Ah, das war diese. Da war das die Memory-Ding. Dann Gremon? Ach, Mist.
Habe ich zufälligerweise ein Klo dabei? Das ist das Problem, wenn man halt die Gebiete noch nicht kennt. Sonst wüsste ich immer, wo Toiletten sind. Oh, das wäre eine gute Attacke, die ich gerne lernen würde. Das war jetzt kein Ding. Er sagt, komm ich hier da irgendwo hin? Ja, ja, ich weiß, du musst aufs Klo. Ist es nicht vielleicht, dass ich hier so nach Klo aus irgendwo? Ja, das Kreml. Da habe ich so Angst, dass ich gegen das kämpfen muss vielleicht. Okay. Items. Habe ich einen? Nein, natürlich habe ich keins dabei. Nein. Ach, Schande. Ich hab nur Mehl. Ist das da hinten ein Klo? Was ist das? Das ist ein Klo! Ich muss da hin. Und es hat Hunger. Ich muss zu diesem Klo. Gott sei Dank. Das ist immer das. Das ist das Nervenreibendste. Irgendwie hier für die ein Klo zu finden. Ohne Witz. Was ist das mit der Banane eigentlich? Oh, das ist eine Papiergeneration. Das ist ja schön zu wissen. Oh, nee, Lilly. Ja, hier sind ein Waldgeber hinter einem Baum. Hätte ich mir ja auch gedacht. Du bist satt. Boah, ich fasse es ja nicht. Aber die Dinge sind anständig, sie gehen ja nur auf Toiletten. Das will ich gegen mich kämpfen. Ich will jetzt gerade nicht unbedingt zurückgehen. Oh, ein Tentomon. Hier sind wieder aggressiv. Okay. Ich frage mich eigentlich, wo diese Pilze. Ich habe jetzt noch keinen einzigen Pilz gesehen. Ob ich jetzt irgendwie blind bin? Ja, die Klosuchaktion ist immer Spannung pur. Das war ja schon das erste Mal, wo ich in Fall City war. Panik. Die Stadt ist so groß, wo ist das Klo? Also, ich wundere, dass es zu weit drinnen ein Klo ist. Vielleicht, wenn ich woanders abgebogen wäre, wäre vielleicht eins gewesen. Ich glaube, ich gehe jetzt hier immer tiefer rein. Das ist die Küste. Ja, solange es nur überall Rookie-Digimon sind. Die Gebiete kommen mir auch wirklich um einiges größer vor als die alten, muss ich sagen. So aus dem alten Spiel. Ja, ist ja klar, dass das alles ein bisschen größer ist. Aber trotzdem, ist schon irgendwie cool. Ich hoffe echt, dass er diese eine Attacke da hat mit der Feuersäule. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, Maschinchen, was verkaufst du denn hier? Hotel Potty. Jetzt ist schon mal eine kaufen. Ich habe 1300, okay. Davon kaufe ich auch noch mal kurz was. Jetzt bin ich hier an der Küste. Dann bin ich ja schon bestimmt wieder fast bei einem Wassergebiet, oder? Hey, das alte Spiel hätte, glaube ich, doch um einiges mehr Polygone. Oh, was war das denn? Natürlich ist das jetzt ja auch nicht total glatt, aber das Spiel ist auch 3 Jahre alt. Damit kann man ruhig noch leben, wie ich finde. Aber mal überlegen, wie man bald heilen sollte. Aber da geht ja auch bald pennen. Ja, komm einmal vorsichtshalber. Nachher kriegt er wieder irgendwas ab. Nee, einmal reicht. Gut.
Muscle Charge. Ah, okay, das ist dann Angriff und sowas verstärken. Was ist das? Davon bin ich kein Freund, sonderlich. Ja, sind wir hier wieder an der Küste. Ich habe einen einzigen Pilz gefunden. Mal sehen, ob ich das hier eine Mole. Alter, die Musik jetzt gerade. Ich will echt nochmal im Wald bleiben. Ja, ich weiß, dass du schlafen willst. Ich schicke dich eben schlafen. Kann ja wenigstens abspeichern. Jetzt.